Hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es wieder einmal um die Königinzucht gehen. Wieder ein Theorievideo, der Frühling lässt noch auf sich warten. Und zwar um die Königinzucht mit einem Sammelbrutableger. Falls ihr das Video über die Zucht mit dem Anbrüter und dem Finisher noch nicht gesehen habt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Aber in diesem Video eine Alternative zum Anbrüter. Und zwar der Sammelbrutableger. Was ist das? Ja, eigentlich ist es genau das, was der Name sagt. Wenn wir ein paar Bienenvölker haben und im Sommer diese Schröpfen, also zur Schwarmvorbeugung, ein oder zwei Brutwaben aus den Völkern entnehmen, dann können wir damit ja entweder direkt neue Ableger bilden oder wir sammeln die Brutwaben, sagen wir mal 8 Brutwaben zum Beispiel, alle in einem Kasten zusammen. Und noch 2 Futterwaben an den Rand und lassen vielleicht eine Stelle hinten frei, eine Stelle für eine Wabe und stellen das Volk so erstmal für 9 Tage an einen neuen Standort, sodass die Bienen nicht zurückfliegen und dass der Kasten wirklich voll mit Bienen ist. Nach 9 Tagen sind auch die letzten Brutzellen, die letzten Larven verdeckelt. Das heißt, das Volk wird ja schon probiert haben, sich eine neue Königin zu ziehen. Und jetzt kommt der gemeine Imker und sucht jede einzelne dieser Königinzellen und macht die kaputt. Ganz wichtig, dass er dabei keine übersieht, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und wenn er diese Zellen jetzt zerstört hat, ist es wie der Anbrüter beim Anbrüter-Finisher-System komplett hoffnungslos weisenlos. Also es hat keine Möglichkeit mehr, irgendwie an eine Königin zu kommen. Und jetzt ist der Imker wieder so nett und geht zu seinem Zuchtvolk, larft wieder um und packt die Zellen in den Sammelbrutableger. Bei dem Sammelbrutableger ist das Flugloch offen, nicht wie beim Vorbrütekasten. Und das Volk kann sich also normal Pollen und Nektar suchen, da die Bienen keine Brut mehr zum Pflegen haben. Ist es auch recht wahrscheinlich, dass die Bienen relativ viel Pollen und Nektar einsammeln. Falls es aber schlecht Wetter ist, muss man eventuell gucken, ob man füttern muss oder eine Pollenwabe dazuhängt, damit die Königinzucht trotzdem gut läuft. Auf jeden Fall haben wir wieder die Optimalbedingungen für die Königinzucht. Wir haben viel zu viele Bienen ohne Arbeit mit Futtersaftstau und wir haben keine Königin. Und in ihrer Not würden die Arbeiterinnen alle Zellen, die wir denen geben, also in so einen Anbrüter, in einen solchen Sammelbrutableger kann man durchaus 20 Zellen setzen, würden die alle Zellen wieder versuchen zu pflegen und würden nach 6 Tagen, also wenn der Umlaufen der erste Tag ist, genau, würden nach 6 Tagen dann verdeckelt sein. Jetzt können wir entweder die Zellen wieder in den Brutschrank setzen oder wir warten noch bis zum 12. Tag. Und an dem 12. Tag, das ist jetzt der große Vorteil des Sammelbrutablegers, lösen wir diesen Kasten auf. Also wir haben jetzt die 8 Brutwaben und die 2 Futterwaben und die 2 Zuchtrahmen oder einen Zuchtrahmen, je nachdem. Und teilen jetzt aber diese 10 Rahmen, die wir im Normalfall haben, schon mal auf 10 oder auf 5 Völker auf. Also immer 2 Waben in einen neuen Kasten. Oder nur eine und mit einer Futterwabe dazu und einer Leerwabe und geben jedem dieser Kästen eine dieser schlupfreifen Weisheitszellen und haben dann dadurch direkt 10 neue oder 5 neue Ableger gebildet. Ist also sehr einfach. Bei der Völkervermehrung in vier Schritten, da macht man das so, da bildet man den Sammelbrutableger und züchtet die Königin da drin, wenn die Königin schlüpfen, verteilt man die Königin auf die ganzen Völker. Falls man einen Brutschrank hat, kann man natürlich, sobald die ersten Zellen verdeckelt sind, die Zellen rausnehmen und noch eine Zuchtserie hineinsetzen und noch einmal für 6 Tage 20 Zellen anfliegen. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Zuchtarbeit für die Bienen natürlich auch eine Belastung ist. Und die Bienen auch immer älter werden im Volk und ja keine neue Brut nachkommt. Das heißt, man sollte die Zeit, in der die Bienen keine normale Brut haben,
möglichst kurz halten. Deswegen ist der Finisher eigentlich auch eine super Maßnahme, weil die Königin im Brutraum natürlich ganz normal weiter Eier legt und dass die Königinzucht nur nebenher läuft. Nur für den Anbrüter die Bienen für einen Tag fehlen. Das Schwierige bei diesem System oder bei der Königinzucht generell ist natürlich, dass man immer termingebunden ist. Also auch wenn es jetzt an diesem 12. Tag regnet und oder auch wenn die Freundin oder das Kind oder wer auch immer oder die Oma Geburtstag hat, an diesem Tag müssen die Ableger gebildet werden. Oder spätestens am nächsten, wenn die Königin schlüpfen. Falls man die Königin natürlich gekäfigt hat. Oder auch das Umhängen. Also die Termine sind alle fix. Das erhöht bei der Königinzucht ein wenig den Schwierigkeitsgrad, weil man diese Termine, egal was passiert, einhalten muss. Und deshalb ist es bei der Königinzucht auch immer wichtig, dass man gut vorbereitet ist und alles geplant hat. Am besten direkt, wenn man die Königinzucht, bevor man die Königinzuchtserie beginnt, in den Terminkalender eintragen, umlaufen, käfigen, Ableger bilden. Und vielleicht dann sogar noch direkt schon für 14 Tage später, da ist es dann nicht mehr so wichtig, Kontrolle, ob die Königin in Eierlage sind. Oder für 2 Tage nach dem, oder für 1 Tag nach dem Schlupftermin, Kontrolle der Zellen, ob die Königin geschlüpft sind. Weil sonst, wenn ein Ableger, wenn in einem Ableger die Königin nicht geschlüpft ist, dann macht es ja wenig Sinn, die Bienen drin verrecken zu lassen. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber das ist ja wirklich absolut überflüssig, weil erstens ist es nicht artgerecht und zweitens ist es auch für den Imker schlecht, weil die Bienen ja eigentlich etwas Sinnvolles tun könnten. Sie können entweder ein neues Volk aufbauen oder sie könnten in einem starken Volk Honig sammeln. Das heißt, es ist ziemlich dumm, Bienen unbeschäftigt, sag ich mal, zu lassen, und die haben ja auch keine Chance, eine neue Königin zu bekommen. Deswegen dann sofort das Volk auflösen oder, falls man hat, eine Königin nachweisen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Zucht über den Sammelbrutableger. Wie man an der Länge des Videos erkennen kann, ist es wesentlich einfacher. Wobei, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist die Zucht über den Anbrüter, finde ich, die bessere Zuchtmethode. Man muss sich natürlich dann den Anbrüter kaufen. Die Zucht über den Sammelbrutableger kann man mit den Ablegern, die man ohnehin hat, einfach durchführen. Also kann man mit den Kästen, die man ohnehin hat, einfach durchführen. Falls euch im Winter oder falls euch generell jetzt immer noch langweilig ist und ihr euch für Königinzucht interessiert, empfehle ich euch das Buch Aufzucht und Verwendung von Bienenkönigin. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch, ich glaube auch relativ ausführlich mit 230 Seiten ungefähr. Sehr gut beschrieben, gibt es noch viel mehr Arten der Königinzucht. Das sind so die beiden, die ich favorisiere, wobei ich mittlerweile zu der Zucht über den Anbrüter übergegangen bin. Zu der Zucht mit dem Anbrüter übergegangen bin, weil ich das einfach cool finde, wenn ich die Bienen nicht schon 2 Wochen vor Ablegerbildung aus meinen Wirtschaftsvölkern entnehmen muss. Also wenn ich meine Bienenvölker auch schröpfe, weil die Schwarmlust sehr stark ist, dann mache ich das erst an dem Tag, bevor die Königinnen schlüpfen, und habe dadurch diese 2 Wochen, in denen die Bienen beim Sammelbrutableger sonst damit beschäftigt sind, ja, sich auf die für die Zucht gebunden sind, die würden die Bienen bei mir in dem Anbrütersystem noch schön Honig suchen, noch schön Nektar sammeln, und das finde ich einfach besser. Da muss sich aber auch jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich denke, ich werde das System mit dem Anbrüter auf jeden Fall auch in der Praxis zeigen. Wenn ich mit dem Sammelbrutableger muss ich noch überlegen, oder muss ich erstmal gucken, wie stark meine Deutsch-Normalmaßvölker über den Winter kommen, ob ich damit das auch einmal in der Praxis zeigen möchte. Aber sonst gibt es da auch von Simon Hummel eine sehr gute Videoserie mit Völkervermehrung in 4 Schritten. Da wird nicht mehr viel zu gesagt, sondern viel gemacht einfach. Und das würde ich sonst an dieser Stelle auch noch empfehlen.
Das war es auch an dieser Stelle schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und damit du die Videos nicht verpasst, wenn es um die Königinzucht in der Praxis geht, kannst du gerne auch den Kanal abonnieren. Und ja, bis dahin wünsche ich dir erstmal volle Honigtöpfe und ein erfolgreiches Bienenjahr. Und dann bis zum nächsten Mal.